Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. So, wie ihr seht, habe ich noch sehr viel Leid und Schmerzen in meinem Gesicht und dies nicht ohne Grund. Ich setze mir mal ganz schnell jetzt wieder meinen Helm auf und dann geht's auch schon ab zu Fräulein Histories. Was ich euch vorher noch ganz kurz zeigen möchte ist, ich war farmen. Ich war mit Herrn Saphirian sehr viel farmen. Und wir haben hier einfach einen ganzen Stack Diamanten gefarmt. Davon habe ich jetzt noch 45 Stück. Wenn ihr euch fragt, wie das funktioniert, das Ganze nennt sich Bacon Farm. Und dort stellen wir in der Mine ein Bacon mit Eile auf und haben hier eine Effizienz 5 Spitzhacke. Das baut ein bisschen schneller ab, als wenn du mit einer Effizienz 5 Spitzhacke im Nether diesen Netherrack abbaust. Das ist vierfach oder fünffach so schnell wie im Game Mode. Das bedeutet, da kommt schon einiges bei rum und jetzt müssen wir sofort auf und davon zu Frau Histories. Sind wir da. Ich werde jetzt einfach mal hier bei Frau Tourist anklopfen. Oh mein Gott. Was macht Palokos hier? Ich warte hier auf Frau Histories, aber was macht Palokos hier? Vielen, vielen Dank. So. So. Frau Histories gibt uns jetzt erstmal ein bisschen Medizin für unser Gesicht hier. Ich entleere mal ganz kurz hier ein bisschen was von meinem Rucksack. Ansonsten hat hier nichts mehr Platz. Was mich jetzt echt verwundert, was hat Palokos hier gemacht und wieso hat er uns so angestarrt? Das hat doch irgendwas zu bedeuten, oder? Meiner Meinung nach ist das ein bisschen komisch, aber wir sind mal gespannt. Wir warten hier jetzt einfach. Heute ist ein schöner Tag. Und ich hoffe, dass genauso schön wieder unsere Wunden verheilen werden. Ich habe gehört, dass Frau Histories in ihrem Bereich wirklich sehr, sehr gut arbeitet und die Wunden dadurch wirklich sehr, sehr schnell weggehen, wenn auch nicht zu schnell. Es gibt einige Gerüchte, die im Umlauf sind, dass Miss Histories das Ganze illegal beschafft, aber ich vertraue ihr da und ich denke, dass das Ganze sehr wohl ziemlich legal ist. Was mich so ein bisschen verwundert, plötzlich fängt es an zu regnen, Palo stand hier, was hat das alles für einen Zusammenhang? Ich muss sagen, das passt jetzt alles nicht irgendwie in das, was ich so in den letzten Tagen gedacht habe. Wieso taucht Palo plötzlich auf? Hat das irgendwas zu bedeuten? Oh, hallo. Ich habe ihnen einige Dinge gebraut. Heiltrank nach Hausrezept. Vielen Dank, ich schätze ihre Mühen sehr. Diesen Tee trinken sie abends, den Aufguss können sie dann zum Eintreiben ihrer Wunden nutzen. Hier noch eine Stoffbinde zum Verbinden. So,
Wir reiten jetzt wieder nach Hause und zwar haben wir von der lieben Tourist Histories einen Heiltrank nach Hausrezept bekommen. Dann haben wir noch ein paar Stoffbinden bekommen, einen Kräutertee-Aufguss und etwas Weizen. Das Ganze soll dafür dienen, einfach, dass es so ein bisschen besser wirkt. Das Weizen habe ich, um mich einzureimen damit, und den Kräutertee-Aufguss, den sollen wir einfach aufgießen und das Medizinische daran einfach verwenden. So, wir werden das Ganze jetzt auch gleich mal hier machen. Und ich hoffe mal stark, dass das Ganze funktioniert. Ich bin Miss Histories da sehr verbunden und ich bedanke mich jetzt auch nochmal hier offiziell. Vielen Dank für das schnelle Entgegenkommen. So, wir gehen jetzt nach Hause. Wie ihr seht, es ist eigentlich schon sehr spät. Deswegen können wir das Ganze jetzt mal machen. Ich habe hier noch einen Kessel. Dann würde ich sagen, trinken wir jetzt einfach mal den Heiltrank. So, das packe ich jetzt einfach mal hier in die Kiste. Den Aufguss pack mal rein. Der Aufguss, oh, das ist schön. Und dann reiben wir uns jetzt hier noch ein bisschen mit diesem Weizen ein. So. Och, das ist gut. Ich packe es hier nochmal dazu. Vielleicht ist das Ganze ja eine insgeheime Mischung. Und dann haben wir hier noch Papier. Das Ganze werden wir jetzt dann gleich mal verbinden, nachdem wir hier noch diesen schönen Aufguss genossen haben. So. Der Aufguss ist vollendet. Ich habe hier noch die ausgequetschten Kräuter. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen Verband, um das Ganze hier, wie soll ich sagen, geklebt. Ich werde jetzt einfach mal unten die Sachen verstauen. Auf jeden Fall mal in die Arzneikiste packen. Denn ich habe ja noch was übrig davon. Und ich finde das echt ziemlich, ziemlich cool von Frau Histories. So, ich packe die Sachen jetzt erstmal hier rein. Was haben wir denn noch gehabt? Genau, den Heiltrank, den haben wir zum Glück schon verspeist. Und hier, genau, den Verband. Und wie ihr seht, wir haben jetzt hier, wenigstens sieht unser Gesicht schon mal ein bisschen besser aus. Das, der ganze Dampf hat das Blut hier unten noch so ein bisschen verschmoren lassen. Und jetzt, Leute, möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar, das ist neu. Ich habe hier unten eine kleine Treppe, die nach hier unten führt. Und hier sind dann so, ja, ein paar Kisten, wo dann die ganzen Sachen für die Zeitung noch reinkommen. Das bedeutet, das hier wird ein bisschen secret. Ich weiß nicht, kann ich hier irgendwie ein Bild hinmachen, sodass man hier durchgehen kann? Ich werde das jetzt gleich mal versuchen. Nur, nee, ich weiß gar nicht mal, wie man überhaupt ein Bild herstellt. Ich werde das auf jeden Fall mal versuchen, irgendwie hier so ein Bild dran zu hängen, dass man dann irgendwie so undercover hier durch kann. Sonst muss ich sagen, ich möchte das nicht so gerne, dass da unten jemand meine Aktien sieht. So, dann habe ich es endlich geschafft, hier einen Villager reinzubekommen. Wie ihr seht, er ist noch immer hier, er lebt noch und das seit schon ein paar Tage. Und zwar habe ich hier lauter Türen platziert, sodass er die immer auf und zu machen kann, dass er nicht despawnt. Das ist leider kein Farmer-Villager, das bedeutet, der müsste dann nach hier oben, und wenn ich einen Farmer-Villager habe, würde der mir hier die ganze Zeit alles schön machen. Aber, liebe Leute, so weit sind wir noch nicht, denn das war echt eine ziemlich anstrengende Tortur, hier denn irgendwie reinzubekommen. Und, okay, was erlauben sie sich? Oh mein Gott, okay, der haut rein. So, den töten wir jetzt erstmal. Ich meine, eine Frechheit, dass der hier einfach so in mein Haus kommt. Wer auch immer den hier wieder reingelassen hat, habe ich wohl die Tür offen stehen lassen. So. Übrigens, die Schafe habe ich von hier hinten nach hier verfrachtet. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, mit dieser Wunde, mein Kopf tut noch ein bisschen weh, das sind wahrscheinlich die Nebenwirkungen. Ansonsten sind die Medikamente wirklich super gut. Es hat alles geholfen. Ich fühle mich schon ein bisschen lebendiger. Und ich würde einfach mal sagen, das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Haut rein und ciao.